Hallo ihr Lieben, ein herzliches Willkommen zurück im Resort. So, ich habe mir schon Muli geschnappt. Wir werden heute einmal an die Gehege gehen. Ich habe ein paar Paten eingefügt. Also tatsächlich auch nur ein paar, nicht alle. Ja, also falls ihr da noch nicht bei seid, nicht wundern. Wir machen das nach und nach, aber wir haben echt viele Tiere im Resort und also einen ganzen Haufen Paten. Ein paar konnte ich natürlich nicht einfügen wegen den Mottieren. Die gibt es ja nun nicht mehr und da würde ich dann ja die Paten einfach weglassen. Später gibt es mit Sicherheit noch die Möglichkeit, nochmal eine Patenschaft zu übernehmen für das ein oder andere Tier. Wir wollen ja noch ganz viele Tiere ins Resort holen. Ne, Frösche sind jetzt ja schon geplant und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall für jeden nochmal die Möglichkeit, eine Patenschaft zu übernehmen. Ja, des Weiteren habe ich natürlich die alten Namen mit auf die Schilder geschrieben, so wie es damals war. Falls ihr etwas ändern möchtet, weil ihr euren Namen geändert habt oder irgendwas anderes draufstehen haben wollt, wie den Namen, den ihr da angegeben habt, dann meldet euch einfach bei mir über Kommentare, Discord, was euch am liebsten ist und sagt mir, welches Tier und welchen Namen ihr dann eben geändert haben möchtet. Dann werde ich das auf jeden Fall machen. Ja, es ist jetzt ja schon einige Jahre her und da hat sich mit Sicherheit bei dem einen oder anderen mal irgendwas geändert und ja, wie gesagt, dann einfach melden. So, wir fangen jetzt mal bei den Schafen an. Da habe ich jetzt so eine, ja, so eine Tafel irgendwie gebaut hier, so mit den Hängeschildern. Ich fand das total nett. An anderen Gehegen habe ich das ein bisschen anders gemacht, aber das gucken wir uns dann gleich an. Genau, hier fangen wir mal an mit Flocke. Da war oder ist die Patin die Lieselotte. Und Flocke ist ein weißes Schaf, deswegen weiße Farbe. Ich fand das total nett, das bei den Schafen einfach ja, mit farblich zu machen. Dann haben wir die Sina, das ist ein graues Schaf und da ist die Patin Lilly. Dann haben wir Hanuta, das ist eine braune und das ist von Whiskets. Cindy, ein gelbes Schaf. Und da ist die Patin Eva 5221. Und Little Pinky, da ist die Patin die Nadine. Das waren erstmal also fünf Schafe. Muli. Also, wenn du weiter wegläufst, kommst du an die Leine. Ganz ehrlich jetzt. Jetzt muss ich mal eben kurz auf meine schlaue Liste gucken. Es sind ja nicht alle Tiere, also alle Tiergehege dran gewesen. Das waren jetzt die Schafe. Mal kurz gucken, ob wir da irgendwie einen besseren Weg machen können. Ja. So, dann gehen wir jetzt zu den Pferden. Da habe ich bis jetzt auch nur einen einzigen Paten eingefügt. Und da habe ich das Schild jetzt einfach erstmal hier hin, weil ich mir sehr, sehr sicher bin, dass wir hier noch umbauen werden, weil das Gehege mir so, wie es ist, absolut nicht gefällt. Deswegen habe ich das jetzt erstmal hier hin gemacht. Die hängen wir später dann einfach um. Also, und hier haben wir dann eben den Rubidum. Das ist ein schwarzes Pferd. Das dürfte fast der da vorne sein, eventuell. Ja. Und da ist Pate Telly Jolly, Telex Jolly, so. Genau. So, dann weiter. Dann haben wir noch bei den Eseln. Da habe ich auch hier so eine kleine Tafel hingebaut. Das fand ich auch ganz nett. Wobei wir hier wahrscheinlich auch umbauen werden. Ne? Mal gucken. So, und da haben wir die Selma und da ist Patin die Celine. Dann haben wir noch bei den Fledermäusen haben wir auch noch was. So, Modi, du bleibst mal eben hier oben, bitte. Und da habe ich die Paten jetzt einfach hier zwischengehangen. Das hatten wir damals, glaube ich, auch, dass wir die so dazwischen hatten. Und ich fand das jetzt hier ganz nett. Da haben wir einmal den Zane und da ist Pate Natsu Angel oder Nasu Angel, wie auch immer. Und von Eve ist das Shaggy Love. Ja. Dann haben wir da auch die Fledermäuse. Hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Und ja, ein bisschen Licht muss hier noch verändert werden, finde ich. Da müssen wir auf jeden Fall noch was machen.
Aber die sind echt süß, diese Fledermäuschen. Ey, das ist echt, echt nett so mit denen. Ich weiß gar nicht, ob das neue Texturen sind oder ob die im Default schon immer so aussahen. Also die finde ich auf jeden Fall total goldig. Muli, wo bist du schon wieder? Hallo? Muli? Hier kann sie ja nicht weg. Wo ist die hin? Also ehrlich, da dreht man sich einmal um. Ich hoffe ja, dass sie nicht unsichtbar wird, ne? Wie damals irgendwie. Das war mal, das war total blöder Bug. Ist die hier doch unten reingelaufen? Ich habe sie nicht gesehen. Muli? Das gibt's doch nicht. Ja. Ist auch ganz leise, man hört sie gar nicht. Muli? Es gibt's doch nicht. Da! Hey! Du kannst doch nicht einfach abhauen. Hallo, ich rede mit dir. Das geht so nicht. Ja. Okay. Jetzt wird es zwar dunkel, aber ich würde sagen, wir machen das trotzdem weiter. So, wir waren jetzt bei den Pferden, bei den Eseln und bei den Fledermäusen. Dann reiten wir mal rüber zu den Kühen. Ich glaube, hier hatten wir hier die Paten dran. Kann das sein, damals? Möglich, oder? Oder waren hier Fakten? Nein, ach Quatsch, die Bilder, eure Bilder, die ihr gemalt hattet, die hingen hier, glaube ich, ne? Da müssen wir auch alles auf jeden Fall ein bisschen umbauen, dass das alles wieder ein wenig passt. So, dann machen wir bei den Kühen weiter. Da habe ich auch einfach so eine Tafel hier aufgestellt. Und da haben wir die Glubschi und da ist Patin die Julia NSG. Und von der Paula ist die Zuli 2004 Pate. Ja. Ich habe auch immer geguckt, ne, wenn ich die Partner eingefügt habe, ob die Tiere auch tatsächlich da sind. Also die sind immer auch tatsächlich dann jetzt da. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch nicht festgestellt, dass irgendein Tier fehlt, bis auf die im Stre auf der Streichelwiese. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir die damals nicht auf die Gehege verteilt hatten. Denn da waren, glaube ich, Schweinchen drinne, Schnitzel war da auf jeden Fall drinne. Das weiß ich noch, kann ich mich dran erinnern. Und Schnitzel ist jetzt hinten bei den Schweinen. Also, ja, vielleicht ist das doch alles in Ordnung mit unseren Tieren hier und dass gar nichts fehlt, wie ich es gedacht hatte. Also momentan sieht es auf jeden Fall mal so aus. So, und dann bei den Hühnern haben wir noch zwei Paten. Und zwar von Kokoschka ist Pate der Erdnussfresser 93. Und von der Maggie ist Patin die Johanna. Ja, Kokoschka ist auch so ein besonderes Huhn. Ne? Ist, glaube ich, unser erstes gewesen. Unser allererstes Huhn, glaube ich. Kokoschka und Freddy. Ich glaube, das waren die beiden ersten. Freddy ist auch noch da. Den gibt es auch noch. So, dann haben wir noch jemanden bei den Eisbären. Und da hatte ich erst gedacht, das unten in den Gang reinzuhängen, aber durch die Fakten und so gab es da einfach zu wenig Platz. Deswegen habe ich gedacht, machen wir das Schild jetzt erstmal hierhin. Das ist eher provisorisch, weil ich sowieso hier vorhab, auf jeden Fall ein wenig umzubauen. Ja, deswegen, da machen wir dann später die Patenwände dann nochmal richtig. Aber ich wollte sie halt schon einfügen und werde das auch weiterhin machen und dann ändern wir das dann später einfach. So, und hier haben wir Pate vom Pico, ist die Sunny Horse. Und Pico ist auch da, aber hier fehlen zwei Stück. Also hier fehlt auf jeden Fall eine Eisbärin und ein Baby. Wobei das Baby wahrscheinlich mittlerweile ausgewachsen wäre, aber
Hier fehlen tatsächlich zwei Tiere, das kann ich schon mit Bestimmtheit sagen. Ja. Aber die füge ich wieder ein, sobald ich da die Paten einfüge, füge ich auch die Tiere wieder ein. Dass das wieder alles auf dem Stand von damals ist. Okay, so, das waren die Eisbären. Jetzt muss ich mal eben kurz gucken, was haben wir denn noch? Ah ja, Pelzkühe haben wir noch. Ja, guck mal hier, die ganzen Kaninchenfakten, ey. Boah, das war wirklich, wirklich viele Fakten. Wir haben so viele Fakten gesammelt. Guckt euch das an, ey. Echt krass. Da müssen wir noch mal gucken, ob wir das auch ein bisschen abändern mit den Fakten, dass wir die etwas kompakter machen vielleicht. Obwohl ich das ganz nett finde, dass das immer so am Gehege hängt. Aber das kann man dann immer noch überlegen. So, bei den Pilzkühen haben wir Zoe. Und da ist Patin die Laramia. Und von der Tara ist die Iffi-Maus 88 Patin. Ja. Ach, schön. So viel zu tun hier. Aber wenn ich immer durchs Resort gehe oder auch fliege oder wie auch immer, denke ich immer so, oh, das ist so viel zu tun noch. Das ist echt heftig. Aber das ist so toll, ne? Wenn man jetzt hier irgendwie vorbeikommt. Gut, hier könnte man draußen auch noch einiges machen. Ne? Also an diesem Gehege. Hier haben wir jetzt so ein bisschen andere Gehegeumrandungen schon gemacht damals, ne? Und gar nicht mehr so diese Standarddinger. Das finde ich ganz nett. So. Ja, dann sind wir mit den Paten erstmal durch. Wie gesagt, die anderen oder die nächsten füge ich dann ein, immer nach und nach. Immer mal ein paar Stück. Und auch die Verkäufer und so weiter, das füge ich alles jetzt so nach und nach ein. Und dann denke ich, irgendwann haben wir das dann auch wieder zusammen. Wir haben hier auch noch. Moment. Wir haben ja auch noch die Fakten von den Elefanten hängen, ne? Die müssten eigentlich auch mal dann weg. Aber ich finde das so toll, so interessant, das immer zu lesen. Aber die müssen wir natürlich wegmachen und mal gucken, ob wir das auch vielleicht ein bisschen anders umbauen hier. Aber Fakten könnte man ja eigentlich auch wieder machen, ne? Wir haben ja durchaus noch ein paar Tiere, die wir einfügen. Ja, mal gucken. So, jetzt wollen wir hier aber erstmal weitermachen. Ach, genau, das mit den Schildern hatte ich ja gemacht, ne? Gefällt mir immer noch. Das ist doch schon mal gut, oder? Gefällt mir immer noch. Hier müsste noch Licht runter, finde ich. Und die Dings muss da noch hin. Eine Falltür. Nein. So. Okay. Ja, gefällt mir auf jeden Fall schon mal ganz gut. Jetzt muss ich mal eben schnell schauen, wo machen wir weiter? Ich muss jetzt ganz kurz mich wieder reinfinden. Genau, hier hatten wir Eisen, Kupfer, Gold. Hier brauchten wir noch Dingis. Na, Rahmen brauchen wir noch. Und hier sollten Lava-Eimer hin. Genau, also würde ich sagen, fangen wir doch an und bauen erstmal eine unendliche Lava-Farm. Dass wir die auf jeden Fall schon mal angehen, dass wir Lava sammeln können. Hier bin ich jetzt noch nicht so ganz sicher, was wir hier aus der Ecke machen. Da würde ich eigentlich nur Deko hinhängen. Ja, da, oder ein paar Kisten oder irgendwas. Ach, eigentlich wäre hier doch Platz für eure Bücher. Da können wir doch Bücherregale hinpacken für eure Bücher hier, die da.
die ich aufheben möchte und so. Ja, das machen wir dann dahin. Wunderbar, ist das Thema auch schon geklärt. Und dann machen wir nämlich hier das Ganze so. Zack. Ach so, dann brauchen wir ja da gar nichts im Boden reinmachen, weil die Bücherregale da ja raufkommen. Okay, passt. Gut. Ja. Öfen, Öfen, Matschmaschine. Hier könnte man eigentlich gleich neben die Matschmaschine auch die Dings hinpacken. Dann die Betonmaschine. Ja, jetzt ist echt die Frage. Also, folgender Gedankengang gerade. Wenn wir da hinten die Betonmaschine hinbauen, dann müsste da auch der Beton gelagert werden, finde ich jetzt. Ja. Deswegen würde ich eventuell die Betonmaschine hier hinten reinmachen. Vielleicht können wir das irgendwie so regeln. Dass wir das so thematisch irgendwie weitermachen. Ist gar nicht so einfach alles. Also, wenn wir aber da hinten die Lavamaschine hinpacken, also ne, Maschine, dann müsste auch da hinten, finde ich, die Lava gelagert werden. Die Lava gelavert werden, ja. Und nicht hier. Das heißt, wir müssten eventuell das Kupfer einfach hierher holen. Das könnte man doch machen. Also, dann holen wir das Kupfer einfach hierher. Ich würde da auch gerne so das Ganze etwas abändern. So, und die Lava bringen wir einfach dann nach hinten. So, Kupfer. Hier haben wir Rohkupfer. Ja. Das kommt also hier rein. Dann bringen wir mal eben die. Ja, müssten wir eigentlich den Schlamm, könnten wir hier reinpacken? So, Schlamm kommt da rein. Und da kommt die Kohle hin. Und hier unten kommen dann einfach die. Die Dings hin. Die Lava-Eimer. So, da machen wir große Kisten draus. Gut. Hier kommt der Schlamm hin. So, fester. Das da, dann Treppen und Ziegel. Ja. Ja, ich denke, das passt gut, ne? So, dann haben wir hier Gold. Das packen wir dahin. Und die Nuggets. Also Gold kommt in eine Kiste. Gut. Dann haben wir hier Lapis. Haben wir ja noch mehr Kupfer. Halt, Kupfer kommt jetzt dahin. Man kann nämlich Eisen schön da bleiben, wo es ist. So, noch eben die Kohle auspacken. So. So. Nein.
Gut. Also, Eisen, Roheisen, Eisenbarren und hier kommen Eisenblöcke unten rein. Und vielleicht einfach alles, was man so aus Eisen herstellt. Das werden wir bei Kupfer wahrscheinlich auch machen, dass wir hier Kupferbarren, Kupferblöcke, Treppen und sowas. Komm her, wir machen hier Rohkupfer, Kupferbarren und Blöcke und hier unten dann einfach alles, was man so aus Kupfer macht. So, dann brauchen wir das Schild. Finde das zwar immer total nett, wenn man tatsächlich so Riesenlager hat, wo dann eben alles, also jedes Item seinen eigenen Platz hat, aber ich denke, auf die Art passt das hier besser. So, Moment, Kohle auspacken. Genau, und hier kommt dann Erde rein, ne? Wie wir das ja geplant hatten, hier mit dem Bewegen der Maschine hier. So. Dann haben wir Schnee, warte, Erde. Nein, eins weiter runter. Erde, Schlamm, das fertig. Und hier machen wir wieder einen Rahmen dran mit einer Kohle. So. Ja, ich denke, das passt erstmal. So haben wir das ganz gut. So, ich muss jetzt mal eben ein paar Leder sammeln. Mal eben schauen, kann ich die? Ach Mensch, ich habe das doch noch drinne. Na dann, haben wir ja Glück gehabt. Ich habe nämlich die Verkäufer noch nicht fertig und wir könnten jetzt kein Leder kaufen. Das wäre ich gedacht, ich probiere das jetzt mal aus. War nämlich jetzt gar nicht mehr so fest davon überzeugt, dass ich das Pack tatsächlich gelöscht habe, das Datenpack. Ne? Guck mal, ein bisschen was haben wir hier ja an Leder. So, 11 Stück, 11 Rahmen, wunderbar. Das ist erstmal völlig in Ordnung für uns. So, ich brauche noch ein paar Stöcke. Haben wir noch Stöcker? Ein, Nee, haben wir nicht mehr. Okay, irgendwas an Holz, was jetzt nicht unbedingt gebraucht wird. Ja, hier Akazie. Das kann ich nehmen. Noch Eichenstamm. Hatte ich nicht ein bisschen Holz gesammelt gehabt? Also Dschungelholz und sowas? Waren wir nicht bei der Baumfarm und ich habe auch Dschungelholz mitgebracht gehabt? Also Tropenholz, meine ich. Habe ich das dort gelassen? Oder habe ich das irgendwo hingepackt, wo ich es jetzt nicht mehr finde? Auch absolut möglich, würde mich also überhaupt nicht wundern. Nee, also hinten vielleicht. Gucken wir gleich. Jetzt machen wir uns erstmal Stöcker hier. Und noch ein paar Rahmen. Und die Stöcker reichen immer noch nicht. So, okay, gut.
Das daran. Was wollten wir hier reinmachen? Diamanten, oder? Ach, Diamanten und Netherite sollte hier rein. Ganz genau. So. Haben wir denn Diamanten irgendwo? Nö, oder? Ich weiß es nicht. Wir schauen. Da ist auch unser Holz. Alles klar. Da wäre noch ein Stöcker gewesen. Super. So, haben wir hier noch irgendwas zum Wegsortieren jetzt in die. Da, genau. Das haben wir. Kohle haben wir hier auch noch. Gut. Also, wir sollten auf jeden Fall ein bisschen Eisen brennen, damit wir ein paar Eimer machen können. Würde ich jetzt einfach mal hier in den Ofen schmeißen. Gut. Was haben wir hier? Guck mal, das müssen wir noch austauschen. Das sieht ja doof aus. Okay. Dings hier. So, jetzt ist die Idee, hier einfach einen kleinen Raum anzubauen, wo dann die Lava-Farm reinkommt. Das gleiche würde ich hier machen und hier würde dann die Betonfarm reinkommen. Das ist ja nur wirklich nur ein kleines Ding. Und dann würde man hier einfach Beton lagern, zum Beispiel mit Sand und Erde und Kies und alles sowas irgendwie und vielleicht Farbstoffe. Aber das machen wir alles recht kompakt. Also Farbstoffe würde ich auch nur in eine Doppeltruhe packen oder sowas. Und Beton kann man vielleicht einmal Trockenbeton und einmal normalen Beton machen. Ja, genauso wie Lehm, dass man das alles irgendwie so ein bisschen unterkriegt hier in das Lager. Ich denke sowieso nicht, dass wir so mega viel Zeug hier lagern werden. So, okay, dann machen wir das folgendermaßen. Ich würde hier gerne so einen kleinen Torbogen machen. Ja. Wir haben doch bestimmt noch irgendwo Stufen oder so. Ja, so finde ich das eigentlich ganz nett. Moment. Ich weiß nicht, ob das nicht eins zu weit ist. Also ob das nicht besser wäre, wenn wir das hier machen würden. Und vielleicht auch so. Ja. Okay. Ja, hier haben wir das ganze Jahr auch so gemacht. Das finde ich auch passend. Aber hier fehlt mir jetzt die Deko irgendwie. Vielleicht kann man da noch irgendwas machen. Ja, ich würde sagen, wir machen erstmal den Raum und sehen dann weiter. Also was heißt den Raum? Das ist eigentlich mehr so ein Schrank. Ja, am Ende ist das so eine Art Schrank irgendwie, wo wir jetzt dann die Lava reinpacken, das Ganze hier drei tief machen. Hier ist schon Dings. Ach, was nicht drei tief. Machen wir nur zwei tief. So, das nehmen wir raus. Und da packen wir dann nämlich Dings hin. Cleanstone, hier auch.
Ja, und hier ja eigentlich auch. Cleanstone. Und die Decke auch. Okay, da kann ich nichts einsammeln mehr. Stacken kann ich aber auch gerade nichts. Dann schauen wir mal, dass wir das hier noch unterkriegen. So, hier kann ich doch ein bisschen was stacken. Nehmen wir das mal weg, dann können wir das noch einsammeln. So, okay. Ja. Sieht echt hässlich aus hier mit den Dingern. Oh, verdammt. Habe ich nicht dran gedacht. Macht nichts. So, Glas. Glas packen wir hier rein, oder? Klar. Da passt das gut hin. Hier kommt Glas hin. Kies und so weiter hätte ich auch gerne in diesem Gang. Okay, jetzt mal mit einem Stack ist irgendwie blöd, deswegen packe ich mal eben schnell ein bisschen was aus, dass wir ein bisschen mehr wieder tragen können. Notizen. Habe ich eigentlich noch Truhen irgendwo? Nee, ne? Truhen haben wir nicht gemacht. So. Gut. Ja, dann haben wir das schon wegsortiert. Wir das hier noch eben raus. Und was machen wir dahin? Normale Blöcke, ne? Kein Schwarzeichen. Ne, wir nehmen die hier. Ich glaube, das passt dann doch am besten. So, ja. Ach Mann, ich will ja die zusammen haben. Ah ja, okay, so geht's. Ja, das sieht doch auf jeden Fall schon mal besser aus. Hier können wir auch wegnehmen. Und das schon mal da reinpacken. Dann machen wir gleich ein paar Kessel und ja, Kessel. Ich glaube, wir brauchen nur Kessel. Ich wollte gerade sagen Trichter, aber Trichter brauchen wir gar nicht. So, und hier nehmen wir dann das auch noch raus. Jetzt muss ich kurz überlegen. Da kommt ein Diorit hin und da kommt das Andesit hin. Genau.
Das ist falsch hier, ne? Das ist hier falsch. Das ist nicht richtig. Da muss Andesit hin und da muss ein Diorit hin. So ist richtig. So, steht wieder. Hier müssen wir auch noch mal ran. Okay, also jetzt brauchen wir Kessel und zwar acht Stück. Ja, acht Stück. Das. Ach, das mal gucken, wie viel Kessel haben wir eventuell schon. Können. Sind alles Loren? Nee. Nee. Okay, also Kessel haben wir keine. Acht Stück habe ich gesagt, ne? Naja, guck mal. Das passt doch gut. Dann brauchen wir die Tropfsteine. Wo habe ich die? Da. Acht Stück, hey, das passt ja eigentlich auch genau. Das ist ja cool. Aus denen kann ich keine einzelne machen, ne? Nein, schade. Da müsste jetzt ein Wasserblock drüber, damit der wächst. Ja, damit der immer wächst. Jetzt die Frage, wo bauen wir den hin? Man könnte den hier irgendwie mit drin machen, dass der dann einfach hier wächst oder da, ja. Und da muss jetzt Wasser hin. Und dann könnte man da einfach eine Falltür vormachen. Und schon wäre das Ding gebaut, denke ich. So. Ist jetzt nicht unbedingt das Schönste, aber ich denke, das ist funktional, ne? Das passt schon. Hier machen wir auch noch eine Falltür vor, würde ich sagen. Und dann passt das. Ich sehe jetzt aber gerade, ich habe den Part ja schon wieder so überzogen. Ich wollte sie doch kürzer machen. Ich krieg's einfach nicht wirklich hin. Ah, ganz schlimm. Okay, im nächsten Part passe ich wieder besser drauf auf. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt erstmal. Und im nächsten machen wir dann ja das hier fertig und unsere Lava-Farm machen wir dann auch fertig. Also, bis denn. Ciao, ciao.